Wie kannst du in der Rückeroberung Anziehung auslösen? Anziehung ist immer etwas, das freiwillig passiert und das auf natürliche Weise in uns entsteht. Ein Gefühl, das beim Gegenüber in der Kommunikation mit dir zusammen ausgelöst wird und, das ist das Wichtigste, dass sich richtig anfühlt und gut anfühlt. Das ist erstmal die wichtigste Grundlage. Es muss sich gut anfühlen. In der Beziehung sind Dinge passiert, die haben die Anziehung zwischen euch beiden reduziert. Es gab also ein Momentum, in dem hattet ihr Anziehung füreinander. Dem hatte sich alles mit dir gut und richtig angefühlt. Und dann sind irgendwelche Sachen passiert, die dafür gesorgt haben, dass dieses Gefühl Stück für Stück verschwunden ist. Und das ist der erste Punkt, den du dir bewusst machen musst. Wenn sozusagen ein Weg die Leiter runter gab, weniger und weniger Anziehung, muss es auch einen Weg geben, der wieder die Leiter hochführt. Und diesen musst du kennen. Das heißt, schau dir immer die Trennungsgründe an, die Trennungsursachen. Werde dir bewusst darüber, was ist passiert und warum ist es passiert. Schau dir auch in diesem Zusammenhang, das ist ganz wichtig, Themen an, die auf dich zurückzuführen sind. Also du als Verursacher dafür, dass die Anziehung immer weiter zurückgegangen ist. Und schau dir an, ob diese Themen gegebenenfalls repetitiv sind, in deinem Leben, in vorherigen Beziehungen immer wieder aufgetaucht sind. Eifersucht, Anhänglichkeit, toxische Beziehung, Kontrolle, Kritik und so weiter. Und wenn du da Zusammenhänge erkennst, weißt du schon relativ schnell, dass es etwas mit deinem inneren Kind zu tun hat. Denn das sind meistens diese repetitiven Muster, die immer wieder auftreten. Und die aufzulösen, sorgt dafür, dass der Weg wieder die Leiter hochgeht, dass wieder mehr Anziehung entstehen kann. Kann, sage ich bewusst, weil ich will keine 100% Chance mitgeben. Es ist nämlich am Ende sehr situativ. Apropos situativ, wenn du eben Anziehungskraft auslösen möchtest, ich will jetzt nichts Falsches versprechen, weil das ist je nach Situation immer unterschiedlich, mach auch den Test aus der Videobeschreibung, füll ihn aus, schick ihn mir zu. In der Folge bekommst du ein kostenloses 1:1 Coaching mit mir persönlich, wo ich wirklich deine Situation mir anschaue und dir dann ganz genau erzähle, was für dich wichtig ist, wobei dir jetzt Entwicklung passieren muss, um die Chancen zu erhöhen, dass wieder Anziehung entstehen kann. Und das Wichtigste, was ich jetzt schon gesagt habe, sind wirklich die Trennungsursachen zu kennen. Viele sind aber eben auch in diesem Bereich falsch unterwegs. Da wird versucht, Anziehung zu erzeugen durch Veränderung der eigenen Persönlichkeit für den anderen. So, und dahinter ist immer ein großes Problem, weil das sich verändern für den anderen niemals ein Mensch tun könnte, der sehr viel Selbstwert und sehr viel Selbstliebe hat, weil es eine Aktion ist, die Selbstliebe frei ist. Die Liebe des anderen Menschen wird über die Liebe zu dir gestellt. Deswegen alles, was du veränderst anhand der Trennungsursachen, musst du für dich tun. Dadurch kannst du nämlich ganz schnell herausfiltern, was von den Gründen und Erwartungen eigentlich toxische Natur ist. Zum Beispiel der toxische Mensch sagt, du musst das verändern, du musst das tun, sonst kann ich dich nicht mehr lieben. Dabei geht es dabei nur um Machtansprüche und toxische Tendenzen und Erwartungen, die nur für den Ex-Partner wichtig sind, aber nicht für dich. Genau das zum Beispiel, diese Punkte, diese Trennungsursachen, die geht man nur an, wenn man es für den Ex oder die Ex tut, aber nicht für sich tut. Und die sind für eine Rückeroberung extrem schädlich. Die machen ganz viel kaputt, weil sie das Ego des Gegenübers bestätigen. Und diese Bestätigung eben dafür sorgt, gerade wenn das toxische Gegenüber stark im inneren Kind ist, dass du immer uninteressanter wirst und noch weiter verletzt wirst. Deswegen von Anfang an, alles was du tust, alles was du machst, musst du wirklich für dich tun. Ja, für deine Selbstliebe, für deine Unabhängigkeit. Denn erst auf diese Weise bist du auch in der Lage, echte Anziehung zu erzeugen oder hast eine höhere Chance, echte Anziehung zu erzeugen. Und da kann man halt in verschiedene Bereiche differenzieren, wenn man das möchte. Du hast dich toxisch verhalten, bau Vertrauen auf. Dein Gegenüber hat sich toxisch verhalten, schaff Selbstliebe und Unabhängigkeit raus aus der Co-Abhängigkeit. Ihr habt euch einfach auseinandergelebt, dann ist es zum Beispiel wichtig, wieder Anziehung zu erzeugen anhand der Trennungsursachen, die dann nochmal in die nicht toxische Richtung gehen. Ihr beide wart toxisch gewesen und so weiter. Ihr habt euch gestritten, was auch immer. Wichtig ist immer nur, dass du identifizierst,
was ist passiert, als es runterging? Was davon hat etwas mit mir zu tun, weil ich irgendwo Probleme mit mir habe? Daran will ich arbeiten, denn ich möchte diese Probleme in meinem Leben nicht mehr haben, gerade wenn es innere Kindmuster sind. Was davon hat etwas mit dem Ex-Partner und Ex-Partnerin zu tun, weil er oder sie sich mir gegenüber falsch verhält? Die kannst du erst identifizieren, sobald du anfängst, es für dich zu tun und an dir zu arbeiten, für dein Selbstwert und deine Selbstliebe zu tun. Und das ist so ein ganz wichtiger Grundstein, der viel Anziehung auslösen kann. Anziehung entsteht natürlich auch immer im Kontakt zwischen euch beiden, abhängig davon, wie der Kontakt zwischen euch ist, wenn ihr euch trefft, wenn ihr redet, wenn ihr chattet. Was passiert da? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das richtig an? So wie damals, als ihr euch kennengelernt habt, die Anziehung ist gestiegen. So. Fühlt sich das schön an? Fühlt sich das nach Team an? Und so weiter. Und du musst die Voraussetzungen auch in dir schaffen, zumindest zu deinen 50%, die du beeinflussen kannst, einen Kommunikationsraum zu schaffen, in dem eben durch diese gute gemeinsame Zeit, die ihr verbringt, wieder Anziehung entstehen kann. Der oder die Ex muss sich mit dir wohlfühlen, es muss sich gut anfühlen, es muss sich richtig anfühlen. Und dafür ist es wiederum wichtig, mit Vergebung zu arbeiten, in einer guten Energie zu sein, aus dem Liebeskummer rauszukommen, Unabhängigkeit zu schulen, wirklich an sich zu arbeiten und auf diese Weise in eben komplett bei dir selbst zu sein, wenn es zu Kontakt kommt. Wenn du in dieser Angst bist, wenn du in Anhänglichkeit bist, wenn du im inneren Kind gefangen bist, ja, und du triffst den oder die Ex-Partnerin und ihr kommt in die Kommunikation, dann kann es ganz, 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 ganz schnell passieren, dass sich dein Gegenüber unwohl fühlt. Alles, was zwischen euch beiden passiert, ist nicht davon abhängig, was gesagt wird. Es ist nicht davon abhängig, was ihr macht. Es ist auch nicht davon abhängig, wie du jetzt auf einmal aussiehst oder auftrittst, ist einfach nur davon abhängig, was da drinnen in dir passiert. Das hat den größten Einfluss. Da muss Persönlichkeitsentwicklung passieren. Da musst du in die Unabhängigkeit kommen. Und das kannst du auch nicht kaschieren. Wenn du nicht vergeben hast und der Ex oder die Ex-Partnerin sagt irgendwas Negatives oder triggert irgendwas in dir, im inneren Kind, das zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, wieder Verlustangst auslöst, Eifersucht triggert, dann bist du sofort in einem extrem negativen Modus und das überträgt sich auf dein Gegenüber. Das wird dein Gegenüber zu spüren bekommen. Und das sind genau diese Sachen, die Anziehung dann zerstören. Das heißt, je mehr du das Thema Persönlichkeitsentwicklung wirklich ernst nimmst, dort reinwachst und im Kommunikationsbereich, also wenn ihr euch seht und trefft, das transportieren kannst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin immer mehr Gründe bekommt, mit dir erneut in eine Beziehung zu gehen und durch die gemeinsame Zeit mit dir eben merkt, es fühlt sich gut, es fühlt sich richtig an, es fühlt sich einfach gut an, so, es fühlt sich passend an. Und das ist halt wichtig, dass du die richtigen Voraussetzungen dafür schaffst. Vergebung ist aber ein ganz wichtiges Thema, gerade nach Trennung ist ganz viel Verletzung passiert. Das schwimmt sonst unbewusst immer mit in deinem Verhalten, als vielleicht unausgedrückte Erwartungen oder ähnliches. Oder sowas wie Dankbarkeit, ja. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber Dankbarkeit im Sinne von, dass die Trennung dir Dinge spiegelt, die für dich und deine Weiterentwicklung sehr bedeutsam sind, weil sie deine Lebensqualität, deine Beziehungsqualität anheben können. Das heißt, ein Perspektivenwechsel findet statt. Weg von dieser Schuld, Scham und Wut und all diesen Sachen hin zur Dankbarkeit und zur Vergebung. Alles das wirst du in der Kommunikation übertragen. Und sofern der Ex-Partner, die Ex-Partner nicht allzu toxisch ist, wird sich das auch bemerkbar machen bei deinem Gegenüber. Natürlich sollst du jetzt nicht zu einem Ja sagen, die ganze Zeit lachen und nichts vergessen und also dich verletzen lassen oder sowas. Das ist nicht das Ziel. Aber zumindest in einem unabhängig glücklichen Modus sein und diese Unabhängigkeit auch ausdrücken und ausstrahlen. Das hat eine Chance darauf, je nach Situation eben Anziehung auszulösen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange das Video jetzt schon geht.
So, also, das ist das, was ich dir zu diesem Thema sagen kann. Da kann man natürlich noch viel, 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 viel mehr zu sagen, weil das einfach unglaublich komplex ist. Aber am Ende ist es dann immer von der Situation abhängig. Also deine Situation kann ganz anders sein als die von jemand anderem. Da braucht es auch unterschiedliche Dinge. Deswegen auch mein Tipp, mach wirklich den Test aus der Beschreibung, schick ihn mir zu. Dann gucke ich mir eins zu eins deine Situation an, komplett kostenlos. Und dann bekommst du von mir ein komplett kostenfreies Coaching und eine Einschätzung, das dir wirklich weiterhelfen wird. Und denk immer daran, je weniger du es brauchst, Anziehung auszulösen und mehr bei dir bist, in deiner Mitte, glücklich bist, unabhängig bist, zufrieden bist, auch gerne noch verliebt bist, aber in einem Modus, in dem du vergeben hast, keine Erwartungen hast, inneres Kind ist geheilt, je mehr du in diesem Ausdruck bist, in dieser Ausstrahlung bist und auf diese Weise in die Kommunikation gehst, ja, desto höher ist auch die Chance, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin eben genau diese Veränderung an dir wahrnimmt und aufgrund dieser Veränderung sich immer wohler fühlt, die Zeit sich immer besser, immer richtiger und immer angenehmer mit dir anfühlt und wieder Anziehung entstehen kann. Kenne auch die richtigen Grundimpulse für Veränderung. Ich habe mich immer toxisch verhalten, ich habe immer geschimpft, ich habe immer kritisiert. Wachse aus diesen toxischen Seiten raus und schon ist in der Kommunikation ein Stück mehr grundiert für eine gute Kommunikation. Nämlich, dass der Ex und die Ex auf einmal feststellt, boah, du bist auf einmal, du schimpfst nicht mehr, du kritisierst nicht mehr, du machst mich nicht mehr runter oder was auch immer, sondern es fühlt sich gut an. So. Und das kannst du auf alles übertragen. Wenn sich der Gegenüber toxisch verhalten hat, sei auf einmal wirklich unabhängiger, sei stärker, sei selbstbewusster, sei in der Lage, auch Nein zu sagen, habe mehr Selbstliebe. Wenn es so ist, dass ihr beide euch toxisch verhalten habt, geht in die Veränderung und inspiriert der Gegenüber zur Veränderung oder du bist eben in der Lage, auch Nein zu sagen, durch mehr Selbstliebe. Oder wenn es so ist, dass eben ihr euch auseinandergelebt habt, kennt die Trennungsursachen, ihr habt nicht mehr gesprochen, ihr habt nichts mehr unternommen, ihr habt nichts mehr gemacht, ihr habt einfach nur noch nebeneinander hergelebt, jetzt trefft ihr euch und jetzt seid ihr ganz lebendig, unternehmt ganz viel und lebt richtig. Dafür ist eben wichtig, diese gute gemeinsame Zeit zu schaffen, die Trennungsursachen zu kennen und dort in die Weiterentwicklung zu gehen. Natürlich ist auch wichtig, wie hält man dann den Kontakt? Ja, das hat auch viel mit Anziehung zu tun. Wenn du dauernd hinterher rennst, ist es eine schlechte Idee. Also ist es schwierig, Anziehung auszulösen. Was ich dir da als Grundsatz mitgeben kann, versuch immer, also geh mal mit dem Prinzip rein, wenn Kontakt entsteht, dann sollte dieser Kontakt auf einer Ebene sein, er sollte gleichmäßig sein. Du kannst Kontakt initiieren, aber unter der Voraussetzung, dass aus diesem Kontakt noch mehr Kontakt entsteht. Wenn du merkst, Kontakt muss von dir kommen, der Ex oder die Ex reagiert aber nicht richtig darauf, bleibt immer noch so in diesem Rückzugsmodus, dann gehst du auch erstmal zurück, gehst in die Transformation und gehst erst dann wieder in den Kontakt. Weil dann ist die Chance höher, dass aus diesem Kontakt eben noch mehr Kontakt entstehen kann. Wenn es zum Beispiel so ist, dass ihr richtig guten Kontakt habt und ihr versteht euch fantastisch, ist es super, auf dieser Grundlage weiterzuarbeiten. Nur nicht, wenn sich der Ex-Partner, die Ex-Partnerin toxisch verhalten hat. Dann solltest du immer vorsichtig sein und austesten, ob er oder sie sich in diesem toxischen Verhalten wirklich verändert hat, reflektiert hat, ins Wachstum geht. Wenn nicht, rausziehen, zurückziehen, weil das für dich sonst nicht gesund ist. Also es ist immer, also dein Gegenüber ist immer ein fantastischer Spiegel für dich, was du gerade eigentlich brauchst, um unabhängig zu werden und unabhängig und glücklich zu werden oder ein besserer Mensch zu werden und so weiter. Je nach Situation gibt es da ganz viele Sachen. Aber es steht und fällt alles am Ende mit deiner Transformation und deiner Persönlichkeitsentwicklung. Genau, ansonsten würde ich mich auch sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt und du kannst mir auch gerne noch einen Kommentar unten reinschreiben, auch die werde ich beantworten und dann bis später. Ciao.